Mein Name ist Martin Wölker und ich bin Logistiker. Willkommen zu Martins wahrer Logistik, fünfter Teil, ein Intermezzo. Ich möchte kurz zeigen, wie ich meine Forschungseinrichtungen aufgebaut habe, natürlich auch mit so einer ziehenden Pufferlogik funktionieren. Während mein Werker nun zu den Forschungseinrichtungen läuft, schauen wir kurz nach, wie das funktioniert. Material aus einem Puffer versorgt die Forschungseinrichtung und wenn der Puffer Material braucht, holt das aus dem Vorratslager. Das Vorratslager wird über eine Produktion der einzelnen Forschungspakete versorgt. Nummer 7, die weißen, bekommt man für einen Raketenstart mit Satelliten. Die Produktion der einzelnen Forschungspakete versorgt sich über einen eigenen Vorproduktepuffer und dieser Vorproduktepuffer wird über eine entsprechende Förderstrecke aus einem Vorratslager mit allen 16 Vorprodukten versorgt. Und mein Werker legt immer die richtige Menge Vorprodukte in die entsprechenden Kisten rein. Materialfluss von links nach rechts, wie man es auch in der Tradition so gemacht hat immer. Wie wird es gesteuert? Die Forschung verbraucht was, holt sich das aus ihrem Puffer. Der Puffer wird beobachtet. Wenn der Puffer Material benötigt, fordert er die richtigen Forschungspakete aus seinem Vorratslager an. Das Vorratslager wird beobachtet und wenn im Vorratslager zu wenig Forschungspakete sind, wird die passende Produktion angeworfen. Die passende Produktion versorgt sich immer aus ihrem eigenen Puffer. Und wenn in dem Puffer nicht genügend Material drin sein soll, wird es aus dem Vorratslager für Vorprodukte angefordert. Und wenn im Vorratslager für Vorprodukte ein Produkt zu wenig ist, dann geht ein Lämpchen an und mein Werker kann handeln, bedienen und beobachten. Informationsfluss von rechts nach links. Entgegen dem Materialfluss ein ziehendes System. Und wenn ich nichts brauche, schalte ich es einfach ab, um Energie zu sparen. Ich habe hier meine Forschungsstation. Sind nur 12 Stück, stimmt, man kann ja noch aufpowern, wenn man einfach mehr hinstellt, aber was soll's. In der Ruhe liegt die Kraft. Ich habe eine Kiste. In der Kiste sind von jeder Sorte, also von jedem Forschungspaket, wie viele drin? 1300 ungefähr. Es gibt keine Forschung, die nach meinem Kenntnisstand über 2000 Pakete braucht. Das heißt, ich kann die erforschen und hier habe ich weitere Vorräte. Und immer wenn hier ein Lämpchen angeht, heißt das, hier ist eine Farbe weniger drin. Wird der Mittelwert berechnet und der entsprechende Greifer aktiviert. Ich lege es dann einfach drauf und der greift hier, was er meint und gut ist. Diese Pakete sind immer zu 3000 in den Kisten drin und ich habe hier die Nachproduktion von insgesamt allen 6 Farben. Gut, wie habe ich das hier weitergehen gelöst? Es sind immer nur 2 Maschinen da, die es produzieren. Ich habe hier eigentlich überall diese Energiesparmodule drin und dann habe ich noch ein Beschleunigungsmodul, damit es nicht so lahmarschig wird. Das kann man vielleicht noch ein bisschen optimieren. Gut, jetzt wissen wir ja, ich drücke mal kurz auf E drauf. Wenn man Rot herstellt, braucht man eine Kupferplatte und einen Zahnrad. Und bei den Grünen ein Fließband, ein Greifer. Aber die anderen sind ein bisschen komplizierter. Zum Beispiel brauche ich hier doppelt so viele Mauern, wie ich Granaten oder panzerbrechende Munition brauche. Hier habe ich sogar 3 verschiedene. Ein Schwefel, 3 rote Schaltkreise, die erweiterten und 2 Motoreinheiten. Und hier brauche ich sogar 30 Gleise. Das heißt, ich muss dafür sorgen, dass in meinen Kisten auch die richtigen Materialien drin liegen, dass ich Einheiten produzieren kann und nicht, sagen wir mal, wenn ich hier die herstelle, lauter Produktivitätsmodule habe und Lichtbogenöfen, überhaupt keine Gleise mehr. Das mache ich dadurch, dass ich einfach die entsprechenden Daten berechne. Kann man hier zum Beispiel sehen, ich gucke mir das an, gucke mal, den anklickt. Aha, Anzahl der Gleise durch 30, kommt G raus und dann vergleiche ich G einfach mit den Lichtbogenöfen und wenn eben die Differenz gebe ich eben wieder aus. Das heißt, hier habe ich dann Zahlen drauf, die sagen, wie viel man braucht. Zum Beispiel momentan negativ minus 283 Gleise. Das heißt, falls das produziert werden würde, würde ich erstmal Gleise nachliefern. Zum Beispiel sehen wir auch, ich brauche noch erweiterte Schaltkreise, Mauern.
Das heißt, ich liefere mal genau das nach, was man braucht, damit man eben insgesamt davon genug hat. So, was habe ich hier noch gemacht? Hier sind die 16 Rohstoffe, die man braucht, um die insgesamt 6 verschiedenen Forschungspakete herzustellen. Und das ist eine einfache halbautomatische Einrichtung. Die Kisten werden beobachtet und wenn in einer Kiste zu wenig drin ist, dann geht ihr Blinklicht an und in der Kiste ist ein Lämpchen an und ich weiß, aha, da fehlt was. Was ist hier drin in dieser Kiste? Ah, ich brauche leichte Baustoffe. So, hole ich mir welche. So, Kiste wieder voll. Genug Material da. Falls also wieder was produziert wird, wo man die für braucht, dann wird automatisch nachgefordert. Und man kann richtig schön sehen, wie ich hier ganz langsam einfach alles transportiere. Die Greifer nehmen sich, was sie so brauchen und gut ist. Und alles, was beim Sortierversuch nicht einsortiert wird, kommt hierüber wieder zurück, geht hier auf diesen Ring, Transportring und wird wieder eingelagert. Das heißt, erste Stufe. Nur 1000 drin, 1300 drin. Diese 1300 werden hier immer passend ergänzt. Da habe ich 3000 drin. Hier werden sie nachproduziert. Und wenn dann was gebraucht wird, werden die entsprechenden Rohstoffe nachgeliefert. Und zwar immer so, dass man schön ganze Pakete erzeugen kann. Ich habe das zum Beispiel jetzt hier auf 3000 gestellt. Ich soll das lieber eintippen. Das wird einfach genauer. Zack. Und was sehen wir? Allen ist der Strom abgeschaltet worden, weil sind ja noch genug da. Und ich versorge von hier aus die Kiste und die versorgen die Produktion, die Forschungseinrichtung. Also, was haben wir hier? Eine halbautomatische Lösung. Was ist der Vorteil? Vollautomatisierung erfordert eben sehr viele Transporteinrichtungen. Alles muss entschieden werden. Durchaus kompliziert. Und braucht man das? Nein, ich muss ja nicht dauernd forschen. Und warum habe ich nicht dauernd geforscht? Warum soll ich mit den Aliens kämpfen, wenn die tendenziell freundlich sind? Und warum sind die tendenziell freundlich? Ganz einfach, weil ich eben relativ wenig Umweltverschmutzung habe. Mal kurz reingucken hier. Umweltverschmutzung, Laufzeit. Wir sehen, ich habe hier 150, 160 Reinigungskraft und ich produziere weniger Schmutz, als gereinigt werden kann. Das heißt, hier lässt er nichts ab. Kein Schmutz. Das heißt, langsame Evolution. Ah, gerade ist die Forschung fertig geworden. Also, automatisieren ja, aber nicht um jeden Preis. Das war's und ich freue mich aufs nächste Video. Bis dann!